Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide World of Warcraft War zu Draenor. Heute geht es um den Erfolg Zorn mit Zorn bekämpfen. Dazu müssen wir uns zuerst einmal für das Szenario Gruft der vergessenen König anmelden und das machen wir hier im Tal der ewigen Blüten beim Mogushan Palast. Denn dort kann man beim leeren Sucher Fu sich für die alten Szenarien anmelden. Das machen wir gleich für die Gruft der vergessenen Könige. Es geht ein paar Sekunden und dann gehen wir gleich hinein. Und ja, bei diesem Erfolg müssen wir den Endgegner mit Hilfe von 20 Stapeln Zorn, unkontrollierter Zorn besiegen. Und diese holt man, indem man diese Gegner hier besiegt, also diese siedende Schar hier, einfach besiegen und dann seht ihr hier unkontrollierter Zorn. Diese lassen wir hier jetzt aber ausklingen, das brauchen wir nicht unbedingt, denn vor dem Gegner, also vor dem Endboss, hat es genügend von diesen Schars. Und hier einfach den Eisenfaust, Jhin Eisenfaust besiegen. Und dann beginnt gleich auch schon Phase 2, denn die beinhaltet den Teich hier vorne zu läutern. Das machen wir hier einfach, indem wir hier diese kleinen Chars hier wieder besiegen. So, einfach hier raufhauen, müssen 40 von diesen kleinen Dingen besiegen. Geht dann etwa eine Minute so. Und ja, dann geht es auch dann gleich auch weiter. Hier einfach diese schnelle Umhauen mit AOE. Attacken, so. Und ja, hier einfach diese weiter umhauen und dann geht es gleich weiter. Phase 3 müssen wir einfach zum Endboss gehen. Das machen wir hier gleich, einfach durchlaufen. Diese müssen wir nicht unbedingt pullen. Aber wäre auch nicht gerade schlimm, wenn man diese pullt, denn diese Gegner sind nicht gerade sehr stark. Da geht hier gleich das Tor auf, da kommt der erste Gegner hier. Den haue ich meistens um, müsste man eigentlich auch nicht unbedingt. Aber diesen Gegner muss man umhauen, sonst würde das zweite Tor hier nicht aufgehen. Hier einfach durch. Und ja, dann gehen wir gleich die Treppe hinunter. Und hier wird meistens der Löwe gepult. Ich glaube immer, weiß es gar nicht unbedingt. Aber normalerweise sollte der gepult werden. Und ja, dann gehen wir hier gleich in die letzte Halle. Und eben hier gibt es genügend Chance, um diese 20 Stapeln aufzusammeln. Hier einfach diese kleinen Dinge umhauen. Nicht unbedingt diesen Ding, also diesen Schatten des Zorns. Ansonsten würden keine kleinen Dinge mehr spawnen. Und das könnte ein Problem sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Endboss seid und dann plötzlich merkt, dass ihr zu wenige Stapeln habt. Aber das sollte eigentlich nicht unbedingt der Fall sein. Ihr seht, ich habe hier jetzt schon 17 von diesen Stapeln aufgesammelt. Und ja, hier einfach noch weiter umhauen, bis ihr die 20 habt. Und dann haut ihr einfach alles raus, um den Endboss hier zu besiegen. Sollte eigentlich recht schnell gehen. Und ihr seht, hier ploppt der Erfolg auf, Zorn mit Zorn bekämpfen. Und ja, das war's eigentlich für diesen Erfolg. Ich hoffe, ihr konntet euch dabei behilflich sein, mit diesem Erfolg umzugehen. Und ja, wünsche noch viel Erfolg und viel Spaß. Bis bald.